Hallo und herzlich willkommen zum Opening vom neuen Drachendeck Saga of the Blue Eyes White Dragon. Ja, Shadowbun hat sich zwei gegönnt, ich habe mal drei gegönnt. Der macht sein Opening separat hier. Je. Und ja, wie gesagt, drei Stück habe ich mir gegönnt. Eins werde ich nun öffnen, euch zeigen, was drin ist. Und ja, let's fetz. So. Fitche, fitche, fatche. Ich bin richtig, ich bin richtig. Ja, erstmal aufkriegen, ne? Zack, auf Griss. So, da haben wir schon mal Inhalt. Bla bla, bla bla. Wieder ein Heft. Wenn ihr die Spielmatten braucht, sind übrig. Das ist Und pack mal auf. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht ja nicht so schlecht aus. Kann man sich gönnen. Kann man sich gönnen, als Hintergrund. So. Also, dann natürlich ist in diesem Deck enthalten, wen wundert's, ein weißen Drachen, ne? Leider wieder in diesem Artwork, wo es einen Schimmern Ultra Rare gibt. Anstatt in dem anderen haben sie wieder dasselbe genommen. Und zwar das hier mit der Steintafel. Meint ihr mal was anderes nutzen können. Dann den Synchro Azur Ice Silver Dragon. Sehr cool. Maiden of Blue mit Ice of Blue. Dragon Shrine in Super Rare. Dann Rabbit Dragon, Exodus Dragon, Luster Dragon, Flamewell Guard, Ride of the Stormwinds, der ist auch neu in dem Deck enthalten hier. Darkstorm Dragon kennt man, glaube ich, Kaiserkleider, Heretic Dragon of Tephnoid, Mirage Dragon, Divine Dragon of Apocalypse, Weißer Stein der Legende, Kaiba-Man, Herald of Creation, Kaiser Seahorse und Honest, zwei glänzende Elfen. Ein Silver Scry, die ist auch neu im Deck hier enthalten. Burst Stream Destruction kennt man. Stamping, Wingbeat, Trade-In, Karten of Consistence, White Elephant's Gift, One for One, Monster Reborn leider verboten, Dragon Tactics, Soul Exchange und so weiter. Die ist noch neu. Castle of Dragon Souls. Kette ist hier drin, ist auch cool. Außer die Kette hier, ist nicht so toll. Damage Condens, Call of the Haunted, Commissary und Champions Filigrans. Ah, das ist die aus dem letzten Deck, ne? Im letzten Deck schon mal drin. Diesem Ja, Kriegerdeck. das ist die aus Dingen zu für Duel, das war die, glaube ich, drin. Ah, okay. Aber die gibt es auf jeden Fall schon mal. Ja, die einzigen neuen Karten sind, wie gesagt, die, wo ich jetzt rausgelegt habe. Darauf gehen wir mal kurz näher ein. Ansonsten ist alles älterer Kram. Ja, kennt man alles schon. Vor allem eine Rabi Dragon. So, ja, hier die neuen Karten im Deck enthalten sind auf jeden Fall, wie gesagt, das Castle of Dragon Souls. Das ist ziemlich gut. Kann was. Dann Silver Scry ist auch cool. Einfach einen weißen Drachen vom Friedhof beschwören, wie bei Dark World, diese finstere Weltzauberkarte, wo man Dark World Monster, finstere Weltmonster vom Friedhof beschwören kann. Selbe Prinzip. Dann auch hier den Rider of the Stormwinds. Geht so, ist halt auch eine neue Karte. Den Dragon Shrine, der ist ziemlich gut, ist praktisch ein türkisches Begräbnis für Drachen. Sehr gut. Dann die Maiden of Ice with Blue, ja, wie gesagt, saustarke Karte, kann sehr viel. Und der Synchro genauso. Synchro ist ziemlich gut, ja. Das sind so die sechs neuen Karten, die im Deck enthalten sind. Also lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen, das Deck, wenn ihr Drachen spielen wollt, könnt ihr diese Elementar-Dragons mit diesen Karten hier spielen. Das ist wirklich stark. Werden Nico und ich also auch mal ein bisschen was bauen. Also hier Shadowbun und ich werden jetzt mal ein bisschen ein paar Decks dazu einfallen lassen. Machen wir ein Deck-Profile, wo wir hochladen und ja. Könnt ihr mal anschauen, vielleicht gefällt es euch ja. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, Blue Eyes White Dragon Saga Deck. Haut da rein. Bis dann. Tschüss.